Im Laderei zu Biel fehlen mehrere Ausstellungsmodelle und es gibt sie auch nicht mehr an Lager. Der Besitzer Retorei hat schon im ersten Lockdown einen Mangel an Nachschub gehabt. Die Lieferzeit für gewisse Teile ist dann zumal von 2 Tagen auf 4 Wochen angestiegen. Jetzt ist die Situation noch schwieriger. Heute muss die Kundschaft für 80% der Artikel im Laden mit 14 bis 19 Wochen Lieferzeit rechnen. In der Regel bringen wir das recht gut an. Wenn wir es an Lager haben, wenn wir es nicht an Lager haben, habe ich immer den Einkauf so gemacht, dass immer wieder Geräte reinkommen, dass wir wieder an Lager nehmen können. Dass der Kunde zwar vielleicht 2-3 Wochen warten muss, aber unter Umständen nicht so lange warten muss, bis er das Gerät bekommt. Oder wir ausweichen auf ein anderes Modell, wo wir eh an Lager haben. Und schlimmstenfalls haben wir Ersatzgeräte und dann können wir einen Kühlschrank bringen, dann können wir eine Waschmaschine bringen, dass er gleiches Gerät hat. Und das ist natürlich ein Vorteil, den wir haben als Unternehmen von Biel. Für Joel Pauli, Geschäftsführer von Nurisa AG, ist es auch wichtig, ein gewisses Lager zu haben. Für das Unternehmen ist es schwierig, Rohstoffe und elektronische Komponenten zu beschaffen. Man spürt es, wenn man Hauptplatinen für diverse elektronische Geräte kaufen will. Es gibt eh schon sehr wenige Hersteller auf der Welt und sie werden jetzt mit Bestellungen überhäuft. Viel kommt aus China. Darum steht China vor einer grossen Nachfrage. Sie beliefern aber erstmal ihren eigenen Markt, bevor sie an uns verkaufen. Darum sind die Teile jetzt sehr rar und teuer. Die Nurisa AG zahlt beim Einkauf im Schnitt 20% mehr. Für einen Moment hat das Unternehmen entschieden, die Teuerung bei seinen Verkaufspreisen nicht zu berücksichtigen. Wie jedes andere Unternehmen versuchen wir zuerst mal, unsere internen Kosten zu reduzieren, schauen, was wir optimieren können. Wir können tiefe Margen haben, aber keinen Verlust. Darum ist klar, dass wenn der Preis der Rohstoff ansteigt, dass das langfristig auch den Verkaufspreis erhöhen könnte. Für eine Retorei ist keine Verbesserung der Situation in Sicht. Ich habe das Gefühl, jetzt in nächster Zeit wird es definitiv noch schlimmer werden. Weil das ist immer rückwirkend, wenn so ein Problem da ist. Am Anfang sind bei den Herstellern die Lager noch voll, dann können sie noch liefern. Und ab einer gewissen Zeit fangen auch die Lager an zu diminuieren und an kleiner werden. Und durch das haben sie nachher irgendwie mehr Probleme zum Liefern. Wir hoffen, dass mit dem Einkauf, wie wir es gestaltet haben, dass unser Lager so gut gefüllt ist und so ausgestattet ist, dass wir wirklich das noch überbrücken können, bis es eventuell noch schlimmer würde werden. Beide Unternehmen verlassen sich im Moment auf ihr Lager. Der Joel Pauli meint, man müsse noch bis Ende Sommer oder Anfang Herbst warten, um zu wissen, ob sich die Lage stabilisiert oder weiter verschlechtert.